So, Freunde der gepflegten Investition, heute gibt es wieder ein Krypto-Video. Einige haben mich gefragt, wie funktioniert das? Kann man sein Geld irgendwo zwischenparken, nachdem man beispielsweise einen enormen Kursgewinn mitgenommen hat? Weil viele dann natürlich wieder skeptisch sind, oje, bricht das jetzt wieder ein, etc. Da kam einfach, wie gesagt, sehr oft die Frage, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, das quasi wie in Euro zu lagern? Das ist möglich auf der Börse. Und zwar, wir gehen einmal kurz rüber. Das wäre in dem Fall Tether. Das seht ihr auch hier, Platz 3 im Endeffekt. Das ist im Endeffekt Tether-Dollar. Das ist immer um den Dollar herum. Also das ist minimal. Ihr seht auch hier jetzt Change minus 0,18. Also da könnt ihr im Endeffekt euren Coin wechseln in Tether-Dollar. Das geht auch auf jeder Börse eigentlich. Und dann hält ihr das quasi in Tether. Also ich mache das beispielsweise auf Bitfinex. Wenn ich da jetzt zum Beispiel Bitcoin wechseln will, kann ich das von BTC in USDT, also von Bitcoin in Tether-Dollar. Und dann bleibt mein Geld halt quasi erstmal dort, quasi wie eingefroren, plus minus null. Das ist einfach teilweise sehr sinnvoll, weil man kennt auch aus der Vergangenheit einfach verschiedene Zeitpunkte oder man liest irgendwas, wo man merkt, okay, es könnte jetzt mal wieder in die andere Richtung gehen, dann kann man da einfach sein Geld parken. Das ist ganz, ganz wichtig und mache ich auch sehr, sehr häufig, gerade nach einem, wie gesagt, schon nach einem deutlichen Gewinn. Ja, das ist Punkt 1. Andere haben mich noch gefragt, wie kann ich mein Geld eigentlich auszahlen oder ist es überhaupt möglich, seine Kryptowährung auszuzahlen? Ja, definitiv. Das ist überhaupt kein Stress. Also es ist auch nichts Dubioses, Komisches oder Sonstiges, sondern man kann beispielsweise jetzt bei Binance sich das ganz normal auszahlen. Das ist eine ganz normale Überweisung auf dein Bankkonto. Wichtig ist natürlich, dass ihr da dann auch ja, die steuerlichen Aspekte dann natürlich gründlich bearbeitet oder bedenkt. Dazu kann ich euch empfehlen, weil viele gefragt haben, ey, gibt es da irgendeine Karte, die du mir empfehlen kannst? Was funktioniert denn da gut? Ich kann euch da die N26-Karte empfehlen. Das ist jetzt keine Werbung oder sonst was. Ich kriege dafür kein Geld, aber ich nutze die Karte beziehungsweise habe die sehr, sehr lange selbst genutzt. Und da gibt es einmal die Möglichkeit, dass ihr euch hier die Standard macht. Die sieht, warte mal, ich schau mal, ob ihr das hier gescheit sehen könnt. Ja. Das ist die Karte hier rechts. Die ist so ein bisschen transparent mit diesem schwarzen Streifen oben. Die könnt ihr einmal als Girokonto nutzen, aber gleichzeitig natürlich auch als Kreditkarte. Und das Gute ist, die hat das 3D Secure, was Voraussetzung ist, damit ihr im Endeffekt die Kreditkarte auch verwenden könnt für Kryptozahlungen. 3D Secure, ganz, ganz wichtig. Falls ihr jetzt eine andere habt, ruft bei eurer Bank an, fragt, ob 3D Secure aktiv ist. Wenn nicht, bitte das Häkchen setzen. Manche machen das nicht, bei manchen Prepaid-Kreditkarten geht das nicht, aber bei N26 funktioniert das einwandfrei. Das ist die eine Möglichkeit. Diese Standardversion, die kriegt ihr auch, wenn ihr in der Schufa steht. Also auch für die Leute, die vielleicht jetzt in der Vergangenheit mal das ein oder andere nicht bezahlt haben oder vielleicht ein bisschen Struggle hatten, ihr könnt euch das auf jeden Fall bestellen, ohne dass das abgelehnt wird. Alternativ für alle, die Schufa-frei sind, gibt es natürlich noch hier die Metallversion. Die sieht natürlich noch mal ein bisschen edler aus. Das ist quasi eine Premium-Karte. Ihr seht die hier oben, sieht also mega krass aus auch. Mega hochwertig halt, ne? Ist halt so ein bisschen Prestige, sage ich jetzt mal. Ob man die braucht, ist die andere Frage, aber das wäre die Option 2 für alle, die vielleicht ein bisschen mehr auf der hohen Kante haben und eine saubere Schufa haben, aber im Endeffekt reicht die Standardversion. Also, das war eigentlich schon alles. Im Endeffekt sind das die zwei Fragen, die sehr, sehr häufig gestellt wurden. Wie gesagt, Tether einfach wechseln, liegen lassen, dann habt ihr mehr oder weniger denselben Wert, den ihr dort gewechselt habt. Und Auszahlung, wie gesagt, ganz normal über Coinbase, über Bitfinex einfach eine Auszahlung machen auf eure N26-Karte zum Beispiel. Und ja, dann bekommt ihr euer Geld da drauf. Also das ist egal, ob das 1000 Euro sind, ob das 15.000 sind oder ob das 80.000 sind. Kommt natürlich auf die Seite drauf an, welche Stufe ihr dort habt. Bei manchen Seiten ist das beschränkt, dass ihr beispielsweise nur 2.000 am Tag machen könnt, 10.000, 50.000, 100.000. Das einfach nochmal in den AGBs von der jeweiligen Börse, auf der ihr seid, nachschauen. Aber sonst ist das alles gar kein Thema. Das soll es auch schon gewesen sein mit diesem Video. Ich wünsche euch was, viel, viel Spaß beim Investieren und ich werde es nochmal ansprechen. Für alle, die Bock haben, kommt gerne in die Telegram-Gruppe. So, wir wachsen jeden Tag, es kommen jeden Tag neue Leute dazu. Wir haben da mittlerweile zwei Gruppen aktiv. Eine ist im Endeffekt für Kryptoberichte, für Coin-Empfehlungen. Die andere Gruppe ist einfach dafür da, um miteinander ein bisschen zu quatschen, um sich auszutauschen, um einfach über Krypto zu reden. Und das macht mega Bock. So, alle sind da mega happy drin und ja, das ist sehr, sehr geil. Also für alle, die da Bock drauf haben, könnt ihr gerne machen. Ich brauche dann eigentlich nur einen Screenshot von der Mitgliedschaft plus euren YouTube-Namen und dann kriegt ihr den Link von mir von, beziehungsweise die zwei Links. In diesem Sinne, das war's schon für heute und wir hören uns die Tage. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.